Sonntag, 6. September, die etwas andere Pokalvorrunde hier in Hilbertstein. Dieses Jahr, dieser neuen Saison ist ja alles auch ein bisschen anders. Ich begrüße die Gäste hier zur Vorrunde Gruppe 3 in Hilbertstein und die Oberschiedsrichter und zähle alle ganz recht herzlich. Als Gäste haben wir hier die NSU Neckarsulm. Mit Florian Blum. Julian Mohr. Und Jens Schaberl. Alex hat sich nicht dazu geschickt. Der TV Hilbertstein, der im ersten Spiel an Tisch 1 gegen Neckarsulm antritt, spielt mit David Reitschwitz, Alexander Fleming, Dennis Dickert, Hermann Lieber und Hannes Hörmann. An Tisch 2 spielt nachher Hertha BSC Berlin mit Fino Kusmin, Hartmut Lose, Philipp Floritz, den wir ja hier noch bestens kennen. Mehr zu den Spielern sagen wir aber dann bei den Rückspielen. Ja, da haben wir dann hoffentlich auch ein paar Zuschauer und mehr Zeit, aber heute haben wir ja eh kaum Publikum hier. Und dann natürlich noch Torben Rose. Leichenheim kennen wir ja noch von der letzten Saison. Die spielen mit Carlos Franco, Alberto Lino, Lavi Janka und Adam Kalicki. In der jetzigen Zeit ist es ja leider gerade so, dass es interessanter ist, was zur Hygieneverordnung und Vorschriften zu sagen, wie zu den Spielern. Von daher muss ich da auch noch ein bisschen was dazu sagen. Toiletten können ausschließlich außen im Foyer benutzt werden. Duschen darf leider kein Spieler. Über die Sinnhaftigkeit brauchen wir uns nicht unterhalten. Zählgeräte haben wir so geregelt, jeder Schiedsrichter bekommt sein eigenes Zählgerät, damit muss es nicht desinfiziert und ausgetauscht werden. Und nachdem ich hier so ein Körbchen habe, verteilen wir an jeden Spieler ein Körbchen. Und das hat er den ganzen Tag. Weil sonst müssten wir auch immer mit dem Handtuch ständig das Zeug desinfizieren. Und so bekommt jetzt jeder Spieler ein Körbchen. Und da bitte ich euch darum, dass er das den ganzen Tag dann bei euch behaltet. Verpflegung ist auch nicht ganz so wie sonst. Wir haben ja auch Journalisten da. Der eine hat erst über die wahnsinnige Kundenverpflegung in Hilbertstein gesprochen, dass Leute hierher kommen, um Kaffee zu trinken. Also auch das ist nur eingeschränkt möglich. Es wird Verpflegung geben, es wird keinen Kaffee geben. Wer Kaffee braucht, soll sich den oben in der Gaststätte holen. Oder dann gibt es in der Stadt innen das Café Grimm, wo jemand einen Kaffee trinken kann oder dann ein Bäcker steht. Und auch noch ein Punkt, weil das waren vorher auch Themen. Immer der Einser jeder Mannschaft spielt definitiv kein Doppel. Dann begrüße ich noch, ganz wichtig natürlich, die Schiedsrichter, den Oberschiedsrichter Roland Vogt mit seinem Team, Bernhard Innenmeister, Richard Bühlen und Bernhard Kuritschal. Dann haben wir es eine Minute verzieht und dann kann an Tisch 1 gestartet werden mit NSU Neckarsulm gegen TV 1879 Hilbertstein und an Tisch 2 Hertha BSC Berlin gegen TV Leisenheim. Ich wünsche spannende und schwere und faire Spiele. Schönen Tag. Thank you.
Also viel Erfolg, muss ja nicht unbedingt viel Rückstand sein. Doch, doch, gerade so. Ja, mach, was du kannst. Sorry, ich hab schon Ballwechsel.